Metal Dad. Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben. Heute kommen wir mal wieder zu einem größeren Projekt, was ich anfangen möchte. Und zwar den Indie-Point-and-Click-Adventure-Titel Apocalypse Now, Metal Dad Game. So. Und ich würde sagen, wir klicken noch einmal direkt mal auf New Game, weil ich glaube, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Play the game. Play the game. Die Apokalypse bricht aus. Aufgewacht erstmal. Wunderbar. Früh aufgestanden. Zombie-Apokalypse Now, Alter. Guckst aus dem Fenster. Hey. Wie sieht das hier anders aus als sonst? Ist ja ein Ding. Wie das wohl passieren konnte. Oh Gott, er sagt, ich habe den ganzen Spaß verpasst. Nein! So, und zwar, was haben wir denn hier Schönes? Wen haben wir denn hier eigentlich? Und zwar... So. Das ist der Ronnie. Das ist der Ronnie. Und das hier ist der Malcolm. Ja, dann wollen wir mal gucken hier, wie das Ganze erstmal funktioniert. Hit Manuel! Aha. Ach so, ich muss auch noch kurz was machen. Ohne Momento, ein mach ich ihn pronto. Und zwar, damit ich hier nicht immer überziehe oder sonst irgendwas. Das vergesse ich das immer so schnell. Was ist denn das hier? Ich hab doch hier was drin. Das Käse hier schon wieder. Ah. Unvorbereitet an einen Let's Play anfangen. Hey! Schnodder hier. So, mal gucken mal, was haben wir denn hier eigentlich? Ist er wohl nicht wahr? Er macht, was er will. Haben wir denn hier? Eine Rucksack haben wir dabei auch. Bohnen. Death of the Bone mit so einem Grün haben wir auch noch dabei. Ja, Herr Wachmeister. Ist ja wohl nicht wahr hier. Ich geh mal hier hin. Ich glaube, ich habe gefunden, was ich suche. So. Damit ich hier nicht überziehe oder sonst irgendwas. Man weiß ja nicht. So, und zwar habe ich mir nicht gerade um die Uhr eingestellt. Ja. So, was muss ich machen? Ich vergesse die Zeit beim Zocken. Oh, ist schlimm. So, achso. Ja, die Bohnen wollen wir nicht haben. So, wollen wir nochmal fragen. Wo geht denn die schöne Reise hin eigentlich? Dankeschön, dass du aufgewacht hast. Wir wollen natürlich nichts von dieser Zombie-Apokalypse verpassen, ne? Und deswegen hat der Ronnie uns aufgeweckt. Come on, man! Come on! This is the undead apocalypse! This was epic! Epic! Ich weiß, bin heute wieder ein bisschen doof, aber... Entschuldigt. Shut up für eine Sekunde. Schnauze für eine Sekunde. Danke. Und kein Scheibenwasser mehr drinnen im Auto. Aber das wäre awesome. Das war very, very awesome, war das. A really, really, really good time. Da fragt man sich doch immer auch so weit selber, was macht man, wenn sowas wirklich passiert? Zombie-Apokalypse, was macht man so weit als Erste? Meine PlayStation-Finger weg, ihr Zombies! Weg von meiner PlayStation! Nein, aber... Ja, ihr könnt es ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr macht. Oder was ihr für Vorstellungen habt, was ihr macht, wenn eine Apokalypse...
der Zombies ausbricht. Ich mach das so wie Ronnie und der Malcolm. Ich fahr mit dem Auto umher. Ab zur nächsten Kneipe namens Winchester und dann ist gut alles. Da kann ja auch so nichts Schlimmes passieren. Ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren eigentlich. Der verschleppt uns hier, der Ronny. Stopping me from bathing. Ich glaube, wir gehen erstmal hier die ganzen Fragen durch. Wo sind wir? In einem Auto. Wo ist dieses Auto? Auf der Straße. Auf welcher Straße? Auf der Straße der Stadt. Very unhated. Bitte, willst du mich haten oder was? Was können wir denn mit den Bohnen eigentlich machen? Ich mach mir hier auf der Rückbank erstmal hier Bohnen mit Suppengrün und dann passt das schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Redne. Oh. Killing my bus. Light here. No! Turn this ring around. Englisch tot. Okay, er soll wohl das Auto umdrehen, aber das macht er nicht. Warum drehst du nicht das Auto? Los! Turn it around! Los, dreh um! Das möchte er nicht gerne machen. Ich hab gesagt, du sollst jetzt anhalten. Was? Halt das Auto jetzt an! Ich hab gesagt, du sollst anhalten. Muss ich den erst ins Lenkrad greifen? Meine Güte. Los, Ronny, lass das Lenkrad los. Ach du Scheiße. Wo sind wir? Robert Wright, Eliam O'Sullivan. Konzept and Square, Liam O'Sullivan. O'Sullivan. Sullivan. Ah, so ist ausgesprochen, glaube ich. Art and Code, Robert Wright. Musik, Josh Birch. Birch. Chris Johnson. Jonas. Johnson. I'm überlegging. Oh, ist das schlimm wieder heute. Hey, Malcolm. Wow. Lauf, Malcolm. Lauf. Metal Dead. Headbanging! Intro! What the hell? Los, Malcolm, steh auf! So.
Uah, mein Kopf. Was passiert? Oh, wie es aussieht, hatte ich Glück. Oh, Ronnie. Tut uns leid, Ronnie, aber du hast uns leider keine andere Wahl gelassen. Wir mussten dich leider machen. Hört auch auf die Bremse drücken können einfach. Aber was soll man machen? Das scheint, als müssten wir da hoch. Ja, nulo problemo. Ich mache ihn hier pronto. Gehen da hoch und dann ist alles already. So, und zwar. Boah. Schön, die Zombies hier. Und die Musik im Radio läuft immer noch. Wundertoll. So, wir gucken erstmal nach, wie es unseren Ronnie geht hier. Oh. Ja. Ronnie, warum hast du nicht angehalten einfach? Es hätte nie so weit kommen sollen. Oder es hätte nie so weit kommen müssen, ne? Aber du wolltest nicht hören. Was sollen wir dazu noch sagen? Nicht viel. Aber wir können jetzt mal seinen Schlüssel mitnehmen. Auch nicht schlecht. Den brauche ich glaube ich nicht mehr. Was ist das hier? Gucken, ob wir da auch benutzen können. Schweres Teil, Leute. Schweres Teil. Geht nicht. Ist da noch irgendwas? Was haben wir hier noch? Ich glaube, wir gehen erstmal ein Stück. Wir gucken erstmal nach. I'm rocking to the. Haben wir denn hier schön nicht alles? Zigarettenwerbung haben wir hier. Müssen wir irgendwie reinkommen. Ich komme hier rein. Kommen wir da rein? No good, no good. Oh, this is a hole in Schlitz gerissen. Wo gehen wir denn weiter hier? Achso, da kommen wir wieder zurück. Ist ja auch doof. Wir müssen ja hier irgendwie mal einen Weg reinfinden, ne? Hier vielleicht? Kommen wir hier rein? Nö. Da ist die Horde. Komischerweise warten die. Ich wäre schon längst tot gewesen. Vielleicht können wir noch im Auto irgendwas machen. Vielleicht wollen die ja Bone haben. Hallo meine lieben Freunde, wollen die Bone haben. Aber ich glaube, die Bone, die reichen nicht für eine ganze Horde. Da haben wir natürlich ein paar Probleme denn. Das ist ja unser Auto hier gewesen. Das ist komplett Schaden. Sehr schön. Und der CD-Player läuft immer noch. Sehr schön. Aber irgendwas muss ich doch mit den Schlüsseln machen können, oder? Guck mal, zack. Duftbaum, wo habe ich den? Wo habe ich denn den her, den Duftbaum? Stimmt, aus dem Auto geklaut. Wäre möglich. So. Warum nehme ich denn Duftbaum mit bei einer Zombie-Apokalypse? Wozu soll denn das notwendig sein? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Das funktioniert wohl nicht mehr. Was haben wir hier noch? Ah, Kofferraum haben wir auch noch. Oh. Zu dicht an der Zombie-Hole, zu dicht an der Zombie-Hole. Ganz schnell wieder zurück. Und zwar, nimm ihn mir raus, was wir da haben. Was haben wir denn da jetzt? Ah, eine alte Brechstange. Naja, oder ein Radschloss, sagen wir es mal so. Der Radschloss kannst du dazu auch nicht sagen. Doch, ist das fürs Rad. Doch, doch. Radstange, Radschloss. Egal. Damit können wir doch bestimmt das ganze Ding da aufheben hinten, ne? Bloß am Rocking, Malcolm. Oh. Gucken. Okay. Können wir nicht den der K.O. hauen hinten? Ich weiß nicht. Gut. Gehen wir mal erstmal rein hier. Wird ja wohl funktionieren, oder? Goat is. Ah, here we go. I'm walking in. What the fuck, a zombie?
der an die Tür klopft und keiner macht auf. Oh, schöne Bilder im Hintergrund. Aha. Können wir den nicht Pies auf den Kopf hauen? Warte, warte, warte. Ah. Los, Mergame, reiß dich nur mal ein Stück zusammen hier. Es ist eine Zombie-Apokalypse. Eins, zwei, drei. Here we go! Angriff! Ich verkrafte sowas noch nicht. Wow. Das war ja my first time. Eine Trophäe erhalten. Very good von mir. Very good. Dum 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 da dum dum dum. I'm walking to the street. Boxsound, ist es leer. Wie doof. Haben wir da irgendwas drin? Ah, was haben wir denn da? Was führen wir denn hier mit uns rum jetzt? Soll das sein? Ach, Nägel sind das. Sieht bloß ein bisschen schlecht aus hier mit Nägeln, oder? Und zwar hier so mit keinem Werkzeug und sowas. Das ist natürlich gleich schlecht. Ist da noch was drin? Im Eimer? Mal gucken. Wir müssen ja alles hier an Ressourcen mitnehmen, was wir finden können. Anscheinend nichts. Können wir denn hier wenigstens unser Dings wieder mitnehmen? Nö, ne? Wäre natürlich schon cool, wenn wir da die Stange wieder kriegen würden. Ne? Aber das wird wohl nicht funktionieren. Außerdem müsste die erstmal abgewaschen werden. Open your door. Was ist das? Okay. Da ist ein Krankenhaus. Warum ist da hier so ein Container da mit Wasser drinnen? Becken. Haben wir noch hier irgendwas drinnen? Nö, 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 nö. Käfig haben wir auch noch. Fahrstuhl. Ach, ich wollte mit dem Fahrstuhl sprechen. Oh, bin ich doof heute. Bin ich doof. So. Mal gucken, ob hier der Fahrstuhl aufgeht auch. Komm schon. Jo. Ich glaube, bevor wir hochgehen, kann ich hier nochmal raus. Und zwar, da war ja noch eine Tür, dass wir da erstmal reinschauen. B1. So, damit wir erstmal hier mal in die andere Tür reingucken können, ob da noch was drin ist. Aber was hinter dieser Tür ist, werden wir erst das nächste Mal sehen in der nächsten Folge von Gaming with Ben. Wenn euch das Video und das Spiel gefällt, gerne gerne Video liken, Kanal abonnieren. Und damit ihr keine nächste Folge verpasst von Metal Dead, den Kanal abonnieren. Sonst kommen die Zombies und wollen euer Brain. Ja, das war's heute mit Gaming with Ben. Und wieder schauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, Jungs. Und Girls und Zocker und Reltene und ja. Ich rede schon wieder zu viel. Also reinhauen und bis dann. Tschüss.